Deine Augenfarbe steht nicht nur im Personalausweis oder Reisepass, sie ist auch in anderen Hinsichten wichtig. Beispielsweise kann sie aufschlussreiche Informationen über dich geben, von denen du vielleicht selbst noch gar nichts wusstest. In diesem Video erfährst du, was deine Augenfarbe noch über dich aussagt. Psychowelt, heute für euch, was die Augenfarbe eines Menschen über ihn aussagt. Nummer 1, blaue Augen. Blaue Augen wirken sehr attraktiv, höflich und gleichzeitig auch noch sexy. Blöderweise werden sie seltener als intelligent wahrgenommen. Meistens sind Menschen mit blauen Augen sowohl von innen als auch von außen stark. Man sagt blauäugigen Frauen nach, dass sie leichter gebären als Frauen mit braunen, grünen oder grauen Augen. Außerdem sollen sie auch mehr Alkohol vertragen. Nummer 2, braune Augen, wozu auch übrigens ich gehöre. Du bist die geborene Führungsperson. Auch wenn du oft selbst nicht merkst, wie viel Potenzial in dir steckt, du hast eine wirklich starke Persönlichkeit. Kein Wunder also, dass Menschen mit braunen Augen immer wieder Führungspositionen einnehmen. Gleichzeitig strahlen sie auch viel Vertrauen, Wärme und Leidenschaft aus. Man hat herausgefunden, umso dunkler deine Augen sind, desto schneller reagiert dein Gehirn. Jetzt weiß ich auch, warum meine Augen so schwarz sind. Nein, Spaß beiseite. Nummer 3. Graue Augen. Die grauen Augen sind eine Variation von blauen Augen. Menschen, die dunkelgraue Augen haben, sind schwer einzuschätzen. Sie haben oft eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Zudem erscheinen graue Augen oft unerreichbar. Und dann kommen wir auch schon zum Ende. Nummer 4. Grüne Augen. Das ist die seltenste Augenfarbe. Deshalb wirken Menschen mit grünen Augen auch so oft sexy und mysteriös. Sie haben oft eine kreative Veranlagung und sind sowohl starke als auch dominante Persönlichkeiten. So, das war's vom Video. Welche Augenfarbe hast du denn? Schreib's mal in die Kommentare. Hier kommt ihr noch zu einem weiteren Video von uns und ansonsten mach's gut, bleib gesund und ciao.